Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir Rocket League Autos, Items und Credits kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner RocketLeague.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REPASS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei ReaperSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Rocket League hat endlich den zweiten Trailer für die Season 10 hochgeladen. Ja, der erste Trailer kam ja raus und da hatte man ja nicht wirklich viel sehen können. Also da war ja wirklich gar nichts zu sehen, außer dass die Drachen da irgendwie weggeflogen sind und ansonsten ist da halt wirklich nicht viel passiert. Der zweite Trailer geht auch nur 13 Sekunden, also nicht wirklich besonders lang. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir da auch nicht wirklich viele Informationen drin haben werden. Trotzdem ist es ja jetzt wirklich nur noch 2 Tage hin. Ja, in 2 Tagen startet die neue Season am 8. März und wir haben heute einfach schon den 6. März so. Deshalb bin ich echt gespannt, wann irgendwie noch was rauskommt. Normalerweise müsste mindestens heute Abend oder morgen Abend auf jeden Fall die komplette Season einmal angekündigt werden. Ja, ob das Ganze so eintrifft, ich denke schon. Ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst kostenlos ein Abo da. Morgen gibt es auf jeden Fall auch nochmal ein Video. Ansonsten gibt es dann eventuell sogar 2 Videos morgen. Denn ich werde morgen nochmal ein Video machen zu meinen Season 10 Wünschen, die ihr natürlich auch gerne hier nochmal unter dieses Video in die Kommentare schreiben könnt. Jetzt schauen wir uns aber erstmal den zweiten Trailer für die Season 10 an und dann sage ich euch da auch wieder meine Meinung zu. Das Ganze geht hier los bei Dead Eye Canyon scheinbar. Da sehen wir auf jeden Fall ein Auto und das sieht nach einem neuen Auto aus. Eieiei, das sind auf jeden Fall wahrscheinlich neue Räder, neue Felgen. Ja, und das hier ist wahrscheinlich das neue Rocket Pass Auto. Meistens wird ja immer nur das Rocket Pass Auto, das neue, gezeigt. Und hier öffnet sich jetzt ganz langsam noch die Blume und dann ist das Ganze halt eben auch schon wieder vorbei. Ja, also im Ganzen hat man hier einfach nur das neue Rocket Pass Auto gesehen. Auf jeden Fall mehr Informationen wie im ersten Trailer, was ich schon mal ziemlich cool finde. Aber es sind jetzt auch nicht so die krassesten Informationen. Naja, wenigstens wissen wir jetzt, was wahrscheinlich, also ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, das Rocket Pass Auto sein wird. Und das hier werden die Felgen sein des neuen Rocket Pass Autos. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Es ist kein, actual Gameplay Footage. Aber das ist ja bei allen Trailern so. Ich denke trotzdem, dass wir noch einen weiteren Trailer bekommen werden. Hier steht ja auch PT2. Es wird auf jeden Fall heute Abend, denke ich, noch einen Trailer geben. Aber das hier sieht auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich interessant aus, ja. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Heute hier das Ganze einfach ein bisschen kürzer. Denn ich wollte einfach nur auf den Trailer eingehen, dass ihr den auch wirklich alle gesehen habt. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, das wird das neue Rocket Pass Auto. Sieht mir sehr nach Ähnlichkeit zum Honda Civic aus. Also wir werden sehr wahrscheinlich wieder die Octane-Hitbox haben, könnte ich mir einfach bei dem Auto sehr, sehr gut vorstellen. Es wird auf keinen Fall eine Dominus-Hitbox, denn das Auto ist super, super klein, super handlich, sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Golf irgendwie. Also, ich weiß nicht, wir können mal ganz kurz so einen alten Golf, suche ich mal ganz kurz eben und zeige euch das Ganze mal. Also, ich finde, so ein alter Golf GTI kommt schon sehr, sehr gut an das Auto ran, was wir da gerade im Trailer gesehen haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das eventuell sogar das neue Rocket Pass Auto sein wird. Denn es ist ja wirklich nicht unwahrscheinlich, dass wir wieder eine richtige Marke erhalten werden. Honda Civic war ja genauso und Rocket League hat ja selber gemerkt, wie krass es einfach gefeiert wurde. Und von daher denke ich, dass das hier doch schon sehr, sehr gut da rankommen könnte. Ja, ich will mich jetzt noch nicht hundertprozentig festlegen, aber doch, das Ganze sieht schon aus wie ein alter Golf GTI. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt eure Season 10 Wünsche in die Kommentare. Morgen gibt es nochmal ein einzelnes cooles Video. Checkt das Ganze unbedingt ab. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer bei ReaperSYT. Ciao, ciao.